Salut zusammen, wir sind zurück in der Sachs-Werkstatt, wieder an unserem Motor hier. Wir haben heute vor, einen Zylinder zu montieren. Und ich habe richtig Freude. He? Ist rausgekommen, wir haben den Akkoa 41er Power Edition, der neue. Hat alle dafür abgestimmt. Nein, leider nicht, aber ich montiere gleich den. Ich habe Bock drauf. Ja, packe das Ding gerade mal aus. Ist noch schön versiegelt. He? Zack. So macht man das. Dann kommt hier als erstes raus ein Stehbolzen-Set. Was machen wir mit dem? Die haben wir nicht einfach weg, weil noch die alten drin sind. Das müssen wir machen. Ist leider so, weil wir hier einen dickeren Fuß haben, weder beim Originalzylinder. Ja, das Ganze ist aus Alu, darum hat man das etwas verstärkt. Dementsprechend muss man längere Stehbolzen haben. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir heute schnell Durchgang, wie wir die Stehbolzen wechseln. Nicht so interessant, aber gleich müssen wir es heute machen. Stehbolzen wechseln ist relativ simpel. Ich zeige euch jetzt heute ein, wie es geht. Ich habe hier zwei M6-Mütterli. Ich drehe die drauf. Das zweite auch drauf. Dass die beide etwas drauf sind. Das ist relativ knapp beim Sachs. Nachher kontere ich die gegeneinander. Kontern, das untere habe ich. Das obere ziehe ich an. So. Gegeneinander. Anziehen und dann kann ich eigentlich nur am unteren den ganzen Bolz rausdrehen. Geht auch schon von Hang. So. Schon ist das Bolzli draussen. Dann konnte ich natürlich wieder lösen, dass ich die Mütter noch mal brauchen kann. Zum Endmontieren brauche ich die natürlich nicht mehr. Die nehmen schon ein bisschen Schaden, wenn man sie kontert. Ja, und das war eigentlich schon der ganze Zauber. Ich nehme jetzt noch die anderen raus und dann kommen die neuen rein. Nein, der kommt gar nicht halt. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ah, jawohl. Die Stehbolzen hier sind draussen. Noch heute zum Lieferumfang, zum Aquazylinder. Der hat hier dabei ein Dichtset, Kopf-Fuss-Dichtung und Einlassdichtung. Dann zwei Kolbenringe, Kolbenbolzen. Dann ist hier noch ein Kolbeli. Hier innen sind noch zwei Kolbenclips, wie man es kennt. Kolben und der Zylinder. Das Juicy Aquakleberli. Kommt es gerade an meine Wange. Das Stehbolzen-Set haben wir schon rausgenommen. Der hat hier drinnen sechs Bolzen. Zwei sind ein bisschen kürzer. Wären die hier. Und vier längere. Die vier kommen hier. Das heisst, ihr seht, auf einer Seite ist etwas länger und auf einer etwas kürzer. Die kürzere Seite kommt ins Gehäuse rein. Genauso wie bei denen. Hier ist es ein bisschen undeutlicher zu erkennen. Aber auch hier, die kürzere Seite kommt näher hier beim Einlass rein. Sicher wichtig bei Stehbolzen, nicht die Loctite. Die sollen nicht so schnell wieder rauskommen. In der Regel eigentlich gar nicht mehr. Darum Loctite und dann leimen wir die Kälber rein. Auch wieder kontern und dann das Zeug rein tun. Ja. Braucht nicht allzu viel. Mütterli drauf. Und anziehen. Das war's gsi. Die vier Stehbolzen sind drin. Dann haben wir noch die zwei Einlassstehbolzen hier. Das sind die kürzeren. Die tun wir jetzt genau gleich auch noch mal schnell rein. Die haben wir hier auch schon vorbereitet. So, das war es mit Stehbolzen wechseln. Wunderbar ist das gegangen. Jetzt die Mütterli, wie gesagt, fort mit dem Zeug. Jetzt geht es eigentlich auch schon ans Probestecken. Warum Probestecken? Was heisst das? Das heisst, wir montieren den Kolben mal ohne Ringe, also ohne Kolbenringe montieren. Ganz normal. Dann tun wir die originale mitgelieferte Dichtung rein. Und dann müssen wir das Ganze mal anschauen, wie es mit den Quetschkanten aussieht. Wir schrauben den Kopf drauf. Und dann geht es eigentlich rein um die Quetschkanten. Was erreichen wir dort? Wie viel wollen wir haben? Zu dem kommen wir später. Ja, darum jetzt einfach mal trocken montieren. Troch ist übertrieben, ein bisschen Öl tue ich gleich dran.
Dichtung drauf. Wie angegossen passt das. Dann hier das neue Nadellager. Tue ich immer noch Hurti ein bisschen einölen. Mit so einem Universal-Schmierstoff. Kommen wir zum Kolben. Hier wichtig, der Pfeil immer gegen Auslass haben. Das ist eigentlich bei jedem Kolben, der einen Pfeil hat, ist es so. Hier seht ihr den. Da kommt der Kolben hier rein. Schauen, dass ihr es breichert. Zylinder, wie gesagt, Probe stecken ohne Kolbenringen. Einfach drüber ab. Scheibli, Mütterli. Zylinder anlüpfen. Wieder ein bisschen weg von der Dichtung. Und dann alle Mütterli anhängen. Sonst geht es nicht, wird es knapp mit dem Zylinder Kühlrippe oben. Und dann, wenn ihr ein bisschen anlüpfen, habt ihr das Problem umgangen. Knifflige Geschichte. Mütterli mitdrehen und langsam ab, immer wieder ein bisschen nachziehen. Überall schön gleichmässig probieren. Ui, excuse. So, dann sind wir drinnen. Zähnerschlüssel in die Hand und ein bisschen anziehen. Geschwingen über das Kreuz am Anfang. Schön auf die Dichtung abziehen. Dann reicht das auch schon. Der Zylinder ist drauf. Nachher haben wir hier ein nächstes wunderschönes Akkua-Kistchen. Hier ist ein Köpfchen drin. Natürlich auch ein 41er. Nachher haben wir hier unsere Kopfdichtung. Die tue ich jetzt ganz leicht mit ein bisschen Fett hier drauf kleben. So. Dass ich etwas weniger Mühe habe mit Breichen von der Schrauben. Das sind diese Schrauben hier, vier Stück, die haben hier oben ein kleines Schäftchen, also wirklich super zentriert ist. Sind natürlich auch im Schraubenset dabei. Nachher tue ich immer zwei nehmen, drei. Dann kommt das so drauf. Und dann hängen wir hier an. Zähnernüsschen, Rätscheli. Nachher. Ich darf nicht mehr Rätscheli sagen. Ich muss jetzt sagen Rätschen. Grüße gehen raus an Pädu. Aber das Kleine ist doch ein Rätscheli. Merci, Sili. Danke. Sili! Ich würde sagen, zwei Längen hier oben. Satt anziehen. Und dann geht es schon an Squish. Nein, Quetschkante. Nichts von Squish. Das ist der Dani. Das ist sein Wort. Aber ja, ich mache das jetzt gleich auch. Ich habe auch ein Stückchen Lötzinn. Das ist zwar mein einziges Stück, das ich habe. Aber es längt noch gerade. Dann muss ich den wieder mal ein bisschen abzapfen. Bau vergessen. Durchdrehen geht nicht mehr so gut von Hang hier auf der Welle. Müssen wir schnell ein Schwungrädchen drauf tun. Jetzt können wir doch ein bisschen besser durchdrehen. Das ist ein Stückchen Lötzinn. Jetzt habe ich jetzt hier schon ein bisschen so Bogen, so kleine Bananen gemacht. Dass wir hier schön in die Ecke können. Heisst, wir gehen beim Kerzenloch rein, schauen, dass wir schön hier den Zylinderwang anstellen mit dem. Und dann drehen wir mal durch. Dann spüren wir, kommt, es drückt ihn. Jetzt bin ich eigentlich dran am Zinn und alles, was jetzt durchgeht, hat es nicht gequetscht. Jetzt musst du heute schauen. Jetzt sehen wir hier, es hat ihn leicht gedrückt, nicht allzu viel. Jetzt müssen wir das messen. Das Ganze machen wir mit der Schieblehre. Ganz easy. So, was sagst du, wie viel haben wir? 1,65. Ist jetzt nicht allzu sportlich. He? Nein, das ist schon gut. Was wir jetzt noch machen können, wäre entweder die Zylinderkopfdichtung weglassen oder unten kleben. Aber ich bin eher der Typ für oben. Was sagst du? Oben, dann musst du nicht mehr kleben. Schall auf Alu. Also. Heisst, wir nehmen oben keine Dichtung. Dann kommen wir etwa auf 1,3 runter. Das sollte dann ziemlich gut sein. Natürlich sagen die ganz groben Fahrer, ja, sportlich 1 mm. Die ganz groben sagen, ja, 0,7. Aber da kann ich dir Dani mehr erzählen als ihm. Dann würde ich sagen, montieren wir Kolbenringe, tun das alles zusammen und dann können wir am Schluss noch mal messen, aber das wird gut sein. Die Dichtung öle ich noch ein bisschen komplett, wie man es kennt. Ja, ich nehme den Kolben gerne ab, um den Ring drauf zu tun. Geht mir halb ein bisschen ringer. Dann haben wir hier beim Akkoa zwei gleichliche Ringe. Spielt also keine Rolle, welche zuerst. So,
Kalbringen drauf. Dann schon einigermaßen auspositionieren. Dass wir dann nicht mehr allzu lange suchen müssen, wo sie zusammenkommen. So, so. Auf einer Seite kann ich schon einen Splint rein tun. Mit dem Spitzzangli. Mit der Spitzzange, excuse. Es hat Klick gemacht. Immer schön kontrollieren. Wichtig. Dann geht der tiptop rein. Dann haben wir das zweite Sicherungsringli. So, ganz vorne Anhängerspitzzange. Jetzt sind wir noch nicht ganz drin. Jetzt helfe ich noch ein bisschen nach. Und dann ist auch der drin. Gut, dann geht es auch schon an den Zylinder. Ich sage es voran, Sili, first try, tue ich jetzt drauf. Und zwar in der Zeit, die du noch nie hast gesehen. So. Hey, prächtig. Schau jetzt, wir sind schon drin, wir sind schon drin. Oh, das Schwungrad fehlt mir. Aber jetzt gehen wir rein. Das Ding hat die Bombe fest. Nachher kommen wir schon ans Köpfchen. Wie gesagt, jetzt ohne Dichtung. Wichtig, beim 5036, das Kerzenloch ist auch natürlich nicht gerade und auch nicht zentral. Das schaut, wenn man den Motor von vorne anschaut, gegen rechts, heisst, das Loch der Gebläsehaube ist leicht gegen rechts versetzt, heisst, das ist Position. Die Schraube findet ihr im Schraubenset. Das ist das ganze Set, das ich in eines der früheren Videos aufgemacht habe. Wenn ihr die wollt, alles findet ihr drin. Die ziehen wir hier auch schön über das Kreuz mit der Rätsche anziehen. Schön gleichmässig. So, der Zylinder ist getroffen, Kopf ist getroffen, tipptoppi Sache. Jetzt will ich natürlich nochmal die Quetschkante messen, um zu schauen, was sich verändert hat, weil wir die Dichtung rausgenommen haben. Ja, es sollte eigentlich logisch sein, aber ich prüfe es gleich nochmal nach, ob wir hier noch ein bisschen mehr drücken können. Gut, drehen wir noch eine Störe. Der ist gequetscht. Ist also noch ein bisschen etwas gekommen. Jetzt sind wir genau auf 1,3. Tipptopp. Ich würde sagen, für im Alltag ist das absolut fahrbar, absolut angenehm. Natürlich, wenn ihr sportlicher fahren wollt, dann könnt ihr auch weiter runter. Könnt ihr zum Beispiel am Kopf noch etwas nehmen. Wie auch immer. Aber eigentlich so für ein Alltags-Setup ist das absolut in Ordnung. Was sicher noch zu erwähnen ist, weil ich jetzt das so auf die 1,3 bekomme, könnt ihr nicht darauf gehen, dass das bei euch genau gleich ist. Die Gehäuse waren auch ein bisschen anders gewesen, ein bisschen variieren kann das. Ich sage mal, bis zu einem halben Millimeter kann das variieren. Und das macht natürlich schnell mal viel aus. Darum messt immer Quetschkanten messen, dann kommt ihr auf euer eigenes Resultat, auf das, was ihr wollt. Könnt je nachdem noch spacern, was auch immer. Dass ihr das genau so fahren könnt, wie ihr wollt. Ja, und jetzt würde ich sagen, sind wir schon am Schluss angekommen von diesem Video. Ich schraube jetzt noch eine Kerze rein, dass mir hier kein Dreck mehr reingeht. Ich tue vielleicht noch ein Anzugstützchen drauf und das ein bisschen abdecken. Sagen Sie einfach nichts. In diesem Sinne hatte ich Freude gehabt, heute mit euch den Zylinder zu montieren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst noch heute einen Daumen gegen oben hier und vielleicht mal ein Abo. Und dann sehen wir uns schon gleich wieder. Ciao zusammen. Ich sage nur noch, jetzt haben wir ein richtig heftiges Motörli gebaut. Das ist es.